Kotan Immobilien. Seit über 25 Jahren für tausende von Kunden meine Nummer 1 in Mannheim, Ludwigshafen und Bad Dürkheim. Kotan Immobilien. Am Freitag startete mit einer Pressekonferenz und einer anschließend stattfindenden Ü90-Party das Europäische Filmfestival der Generationen in Weinheim. 50 Kommunen aus der Metropolregion Rhein-Neckar beteiligen sich am diesjährigen Festival, das federführend von dem Verband Region Rhein-Neckar organisiert wird. Damit bringen wir auch das Thema Kino wieder in den ländlichen Raum und schaffen dort die Gelegenheit für Leute, die halt eben wirklich 20 Jahre nicht mehr im Kino waren, weil sie halt einfach nicht nach Weinheim kommen können oder nach Mannheim kommen können. Wir sorgen dafür, dass Kino wieder im ländlichen Raum erlebbar wird. Und ich glaube, das ist eine der ganz wesentlichen Errungenschaften, die wir hier haben. Wenn man sieht, von den 50 Gemeinden, gut, es sind auch etliche Mittelzentren dabei, aber auch wirklich viele kleinere in der Pfalz und im Odenwald. Ja. Also das rentiert sich wirklich. Jetzt noch zwei, drei Eckpunkte. Wir haben letztes Jahr gehabt 7.000 Zuschauer insgesamt. Ich rechne dieses Jahr, wenn es gut läuft, mit 10.000. Wir erheben es immer mit Fragebögen und so weiter. Also das ist das, was wir schaffen wollen. Bei uns ist Nadine Petri vom Verband Region Rhein-Neckar. Also wir haben ungefähr 20 Filme im Programm zu ganz verschiedenen Themen. Das ist also auch das Besondere am Filmfestival. Das Themenspektrum ist sehr breit gefächert, sodass auch für viele Besucher eigentlich ein passendes Thema auch dabei sein sollte. Wir haben das Thema Wohnen im Alter, Mobilität, Technik im Alter, Pflege und Demenz. Es gibt Thema Liebe. Also es ist ein sehr breites Themenspektrum. Ja, es ist so, dass es ist auch so eine Besonderheit des Filmfestivals, dass eben nach jeder Filmvorführung auch eine Diskussion stattfindet. Das heißt, der Film wird vom Themeninhalt nochmal im Anschluss besprochen, auch mit dem Publikum zusammen. Es gibt beispielsweise Filme, wo auch Gäste aus den Filmen eingeladen sind, die Regisseure oder auch Schauspieler aus dem Film, die dann mit den Zuschauern diskutieren über das Filmthema. Wir haben auch ganz viele Veranstaltungen, wo Akteure aus der Stadt oder aus der Gemeinde, die sich im Rahmen des Filmthemas schon vor Ort mit entsprechenden Projekten oder Initiativen, die im Film angesprochen werden, beschäftigen, die dann eingeladen werden und die dann mit dem Publikum auch diskutieren und so das Filmthema auch im Anschluss nochmal aufbereiten. Als Auftaktveranstaltung gab es im Anschluss an die Pressekonferenz die Ü90-Party mit viel Musik, Tanz, Witz und Humor im Bodelschwingenheim in Weinheim. Mit dabei war auch Oberbürgermeister Heiner Bernhard. Was sagen Sie zur Ü90-Party? Es ist eine wunderbare Idee, weil wir ja schon seit langer Zeit merken, dass die Seniorinnen und Senioren in unserer Stadt sehr aktiv sind. Und man sieht an der guten Resonanz auf die Einladung, dass wir recht hatten. Es ist sinnvoll, diese Ü90-Party zu feiern, den Leuten Gelegenheit zu geben, sich zu unterhalten, auch unterhalten zu werden und sich auch schon mal auf dieses Filmfestival auf diese Weise einzustimmen. Über 1% der Weinheimer Bevölkerung ist älter als 90. Es sind genau 484 Personen. Vor einem Jahr waren das noch etwa 100 weniger. Das heißt, in Weinheim kann man gut und gesund alt werden. Der offizielle Teil endete mit einer Ältestenehrung für 4 Senioren, die über 100 Jahre alt sind. Bei Kaffee und Kuchen wurde noch bis in den Abend hinein gefeiert. Musik.